Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Ich hoffe, sie stirbt langsam mal, weil langsam habe ich echt keinen Bock mehr. Wir warten noch, bis der Hunger runter ist. Und wenn das diesmal nicht klappt, ne, dann ertränke ich sie. Dann ist mir sowas von scheißegal, dann ertränke ich sie einfach. Du fühlst dich sehr selbstsicher, das ist schön. Dann kannst du erstmal auf Toilette gehen. Und ich hoffe, die Alte bekommt mal ihr Kind, weil die will hier eh keiner haben. Mm-hmm. Also verpiss dich, Sklave. Kannst danach weiter sauber machen. Ich muss dir los. Danke, dass du Zeit genommen hast. Gern geschehen. Räum auf. Blöde cool. Wie ich selber wirklich nur rumkommandiere und mobbe. Da kannst du gern mal wieder was Neues kochen. Und zwar... Buntbarsch aus der Pfanne. Und jetzt fühlt sie sich gut. Warum ist sie jetzt glücklich? Weil sie aufräumen kann? Oh Gott, sie haben sie glücklich gemacht. Das wollte ich nicht. Tut mir so leid. Sie ist nicht glücklich. Sie hieß übrigens Marina, weil sich keiner den Namen merken kann von ihr. Das ist aber nicht so wichtig. Ist ja nur Marina, ne? Das ist nicht wichtig. Wann musst du wieder arbeiten, Zoe? Zoe muss arbeiten... Zoe muss arbeiten am... Um 19 Uhr heute. In... Jetzt. Du hörst auch was zu trinken. Du musst arbeiten, junge Dame. Hä? Warte mal. 19 Uhr? Zeit, ja. Ja. Also, hä? Warum? Oh. Hallo, Aaron. Du siehst gut aus in Anzug, aber mit deiner Miene gerade irgendwie nicht. Was ist los mit dir? Du hast Hunger, das trifft sich gut. Die Alte ist gerade am Kochen. Nein, du sollst nicht kochen. Du sollst nicht kochen. Ist denn noch was da? Öffnen, was gut ist, hoffe ich. Nein, das kann die Alte dann auch mal aufräumen. Und ey, Essen hier. Beeil dich mal ein bisschen. Das Kind schläft, das ist okay. Es holt die Energie nach. Und wie geht's dir so? Du bist traurig. Das ist okay. Stirb einfach. Dann wird alles besser. Du kannst doch so nicht weiterleben. So ist es doch schrecklich für dich. Ich habe jetzt auch gemerkt, warum sie immer... Warum bist du beschämt? Warte, aber beschämt. Manchmal kann jemand nicht anders, als sich vor all seinen Kollegen zum Spott zu machen. Oh, du Armer. Du wolltest doch was essen. Komm, du isst jetzt hier... Oh, Mädel. Ein Gericht nehmen. Ich habe jetzt Angst, dass die stirbt. Du darfst danach was essen oder beziehungsweise reparieren erstmal. Ich habe Angst, dass sie jetzt stirbt mit ihrem Baby im Bauch. Das wäre jetzt nicht das Beste. Ohne Baby darfst du dann sofort sterben. Da habe ich kein Problem mit. Aber mit Baby ist das immer so eine Sache. Das Baby möchte ich ja haben. Das ist ja nicht so geil, wenn das dann noch mitstirbt. Du stinkst bestimmt voll. Du stinkst auch. Kannst du mit dir ein bisschen reden? Um Bestätigung bitten. Komm, bitte. Bitte sei lieb zu mir. Bitte. Oh, okay. Dann halt nicht. Pff, scheiß drauf. Reparier. Wenn sie einen Stromschlag kriegt, müssen wir aufhören. Beim zweiten stirbt sie nämlich. Aber es scheint gut zu gehen. Wie sieht eigentlich unsere Küche aus? Ja, ist total verranzt. Ey, Mädel, das kannst du dann nochmal aufräumen, okay? Damit du die Küche sauber machst. Den Boden mal putzen. Wie sieht das denn hier aus? Irgendwie schon schade, dass wir unseren Sklaven dann verlieren. Aber hey. Das ist eine Frau? Oh, Christina Sommer. Das ist ein Kerl. Mach mal schneller. Machine. Super gemacht. Das kannst du noch Teile plündern und den Rest dann bitte wegwerfen. Nee, hör auf, dich unterhalten. Du hast zu tun, Mädel. Du hast zu tun. Wir wollen eine saubere Wohnung haben. Hier, Boden putzen. Irgendwie erinnert sie mich an Aschenputtel. Ein bisschen erinnert sie mich an Aschenputtel. Aber ist schon okay. Putz den Boden! Und danach säubere die Fliesen! Das ist eigentlich dasselbe, aber mach es dann nochmal! Das kannst du... Ja, hör auf zu heulen. Das kannst du mich dann wegwerfen. Natürlich bist du schwanger. Na, kannst du mal aufhören, die Arbeit unserer Putzfrau hier? Robuste Amaratu... Aber du verbesserst das jetzt, okay? Alles gut. Und danach darfst du auch mal schlafen gehen. Beziehungsweise darfst du die Toilette benutzen. Und dann darfst du schlafen. Bin ich nicht nett? Und ich hoffe, du kriegst endlich mal deinen scheiß Balk. Dein hässliches Kind. Dann stirbst du nämlich auch. Aber wir haben irgendwie unsere eigene Putzfrau hier. Das ist schon ein bisschen praktisch. Unwohl. Überfressen war was. Schlechter Nachgeschmack. Dieses Essen war nicht sehr lecker. Alter. Oh, Nobi, dich auch. Ist das Essen nicht gut gewesen?
Okay. Oh, das hättest du besser kochen können. Du kannst auch gar nichts. Schreckliche Frau bist du. Eine schreckliche Frau. Guckt euch diesen Gesichtsausdruck an. So nach dem Motto, ist mir doch scheißegal, für wer du mich hältst. Ich bin eine Lady. Oh Gott, ist die schwanger. Alter. Aaron, was hast du gemacht? Schau dir das mal an. Alter. Ist nichts gegen dich, ne, Luisa, aber... Das ist schon ein bisschen heftig. Hast du eigentlich deine Hausaufgaben gemacht? Grundschulaufgaben. Hausaufgaben machen. Du musst eh auf Toilette. Und duschen kannst du danach. Dann musst du wahrscheinlich auch schon wieder zur Schule. Hast du die jetzt gemacht? Danach kannst du Hausaufgaben machen. So, okay. Dann geht's dir gut. Hoffe ich, dass es ihr gut geht. Nach den Duschen. Und ich hoffe, du wirst bald ein Teenager. Dann müssen wir dich auch wieder schöner machen. Oh, ich glaube, ihr geht's langsam richtig schlecht. Hat ihr eben Hunger? Hat sie schon wieder eingepisst? Treten. Wen haben... Oh Gott, scheiße. Ja, endlich. Oh mein fucking Gott. Die Wehen haben eingesetzt. Leute, die Wehen haben eingesetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah. Endlich. Darauf warten wir schon seit wie viel Folgen? Seit Ewigkeiten warten wir darauf. Du schläfst. Du kannst hier nicht irgendwo hinfahren, oder? Knuddeln bitten, bitten Baby zu berühren. Die kriegt gerade ein Baby. Okay. Das schaffst du. Das schaffst du. Gleich fährt sie selbst ins Krankenhaus. Ich weiß es. Ich kenne das. Ich war schon mal dabei. Ja, komm. Du kriegst das. Du kriegst das hin. Alles gut. Alles gut. Los. Pressen. Ja, sie kommt, es kommt ja schon raus. Es ist alles gut. Alles gut, Luisa. Alles gut. Jetzt geht's schlafen. Jetzt geht's schlafen. Okay. Ich habe mir keine Sorgen um dich gemacht. Nein. Blöde Kuh, ey. Jetzt geht ihr einfach schlafen. Im Nachbarzimmer macht sie ihre Hausaufgaben. Du bist ein kleines Genie. Meine kleine Prinzessin. Und das ist mein Telefon, das ihr im Hintergrund hört. Yay. Es klingelt schon den ganzen Tag. Aber meine Eltern wollen nicht rangehen. So, was hast du nach Hause gebracht? Wie viel Geld? Habe ich jetzt nicht gelesen, aber bestimmt viel. Guck mal, die ist schwanger. Weck sie mal auf. Alter, warst du nicht eben noch schwanger? Muss mal aufstehen? Ey, wach bitte mal auf. Du warst schwanger? Hier, guck mal, bitte ein Baby zu führen. Komm, das muss doch... Ey, hallo? Das muss doch gleich kommen, das Baby. Guck mal. Guck mal, da kommt das doch. Ah. Ich hätte auch mal eins. Awesome, ganz tolles Kind. Oh, Trips, the skein. Liza, ja, ja. Bouchard. Nach einem Bindungstermin Nerdska, fragen. Gerard. Kriegt ihr jetzt eigentlich mal ihr Baby? Oh, hello. Okay, Lucia hat ihre Hausaufgaben endet. Wir brauchen ein bisschen Spaß. Dann kannst du auch ein bisschen zocken gehen, würde ich sagen. Und das Sims Forever, komm. Wenn schon, denn schon. Dir geht es auch so weit. Hey, warum kann ich dich nicht? Ich kann dir irgendwie anklicken. So, jetzt fliege ich zu ihr. Hunger ist fast down. Das dauert so lange, das nächste Mal trinken wir sie. So, ihr plaudert. Dabei möchte sie auf Toilette, das darf sie. Hunger, irgendwas nehmen. Okay, kannst auch noch was essen. Und danach kannst du noch mal schlafen. Vielleicht kriegst du dann irgendwann ihr Baby. Dein Baby, ihr Baby. Sie muss ihr Baby bekommen, so. Was ist das? Schwanger, in den Wehen. Es geht los! Wegen Versuch, Baby zu machen. Ja, wieso Versuch? Es hat ja eindeutig geklappt. Eindeutig hat es geklappt. Und es ist da. Das Baby unterwegs. Es hat... hat der Sim-Sozialdienst eine kostenlose Wiege bereitgestellt. Seht ihr? Seht ihr? Ich bin nur platzsparend. Ich bin nur geldsparend. Nicht Platz, aber Geld. Komm schon. Es ist ein Mädchen! Schon wieder! Lisa hat soeben ein Mädchen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Oh Gott, ich habe euch gar nicht nach dem Namen gefragt. Oh Gott, wir müssen irgendein Mobbing-Opfer. Das ist jetzt... Nichts gegen euch. Oder wer so heißt, das ist jetzt Mathilda. Mathilda Ursula. Geht nicht. Nein, dann ist es nur Mathilda. Mathilda wird ein Mobbing-Opfer. Da, was gibt's zufällig? Sophie, Anne, Sophie, Brigitte... Brigitte war auch gut. Carina, Sandy, Alina, Alicia, Julia, Alina, Selina, Alexa.
Gina, Christina, Saskia, Alessia, Marina. Die Namen sind eigentlich so schön dafür, oder? Komm, machen wir Alexa. Dann ist sie... Ist ein schöner Name, aber trotzdem Mobbing-Opfer. Komm. Oh Gott, was ist das für ein hässliches Ding? Also, ich würde sagen, Malina Lucia war auf jeden Fall hübscher. Oder? Oder? Irgendwie sieht das hässlich aus. Aber ist schon okay, wenn du es liebst. Oh, dein Baby. Das ist schön. Aber wir müssen das Kind umstellen. Komm her. Oh, ist das nicht schön? Mutterfreuden. Komm, komm in dein Dienstmädchenzimmer. Kommt das Sofa weg? Verkaufen. Was ist da für ein Kind drin? Alles gut. Jetzt fühle ich mich fast schlimm, dass ich das Kind... Also nicht das Kind, aber die Mutter umbringe. Fühlt man sich ja fast schlimm bei. Dabei ist das so eine gute Mutter gewesen. Scheinbar. Okay, sie will endlich mal schlafen, das ist auch verständlich. Komm, lassen wir sie. Lassen wir sie einfach schlafen, erstmal. Du hast ein Kind, darum kannst du dich jetzt erstmal kümmern. Wie geht es dir denn? Sag mal, hast du endlich genug? Oh, für Bane. Der Hunger muss noch weiter runter. Ne. Guck mal, hast du das Baby schon gesehen? Rede mal mit. Oh, Max. Oh, der PC ist kaputt. Den muss gleich Dingens noch reparieren, Luisa. Geht ja gar nicht. Dass der PC hier kaputt ist. Bonamabubu. Okay, ich lasse das Weib jetzt hier raus. Ich lasse sie jetzt raus. Also sie soll traurig herumschwimmen. Wehe, ne? Wehe, du stirbst nicht. Wehe, du gehst jetzt was essen. Das verbiete ich dir nämlich. Nein, nicht kaufen. Mach ich das jetzt so einzeln. Alles gut. Alles verkaufen. Und du gehst jetzt bitte ein paar Runden traurig schwimmen. Du machst nichts anderes. Du gehst einfach nur traurig schwimmen. Du gehst traurig schwimmen. Ihr habt mir gesagt, es klappt mit den Ertrinken. Und Leute, ich höre jetzt auf euch, okay? Wenn es nicht klappt, wenn sie jetzt da irgendwie rauskommt, dann bin ich stinksauer. Auf euch. Schwimm mal ein bisschen traurig herum, los. Hungern sowas ja immer noch. Aber dein Spaß geht hoch. Ha? Und deine Hygiene geht hoch. Dadurch geht die Hygiene hoch. Ihr habt mich angelogen. Ihr habt mich angelogen. Die kann gar nicht mehr ertrinken. Die... Okay, nochmal. Du gehst jetzt ein paar traurige Runden schwimmen. Rein da! Rein da! Danke. Und jetzt kommst du nicht mehr raus. Ich hoffe, das geht jetzt schneller als alles andere. Na komm, ertrink schon. Traurig herumschwimmen. Ertrink. Los. Trink einfach. Ertrink doch endlich. Was möchtest du denn? Blase und Spaß. Ja. Geht mir auch so. Kannst ein bisschen Fernsehen gucken. Und zwar den Comedy-Kanal. Comedy-Kanal macht Spaß. Was ist denn los? Warum bist du denn traurig? Neue Geschwister... Oh. Malina ist nach dem Kennenlernen eines Geschwisterkindes, das sie nicht wollte, in Tränen aufgelöst. Och, Schatz, das ist doch gar nicht dein Geschwisterchen. Och, nein. Das ist doch... Och, Mäuschen, das ist doch gar nicht dein Geschwisterchen. Dein Vater hat's gezeugt, aber guck mal, das ist doch deine Mama.
Wir töten, komm, wir töten das andere dann bald. Komm her, Mäuschen. Was willst du denn machen? Grund, oh, Mäuschen, nein. Och, nein. Jetzt ist das Kind traurig. Oh, Mann. Boah, hör mal, was dein Kind da schon wieder will. Fütter das mal, bitte. Danach kannst du hier gerne den PC reparieren. Ersetzen. Oh Gott, als ob ich so viel Geld hätte. So ein hässliches Kind. Mit so einem hübschen Namen. Ich komme einfach zwei Stromschläge und gut ist. Hallo, Martin. Tachchen. Na, so siehst du nicht gerade hübsch aus, aber hey, komm doch mal herein, Süßer. Technikfähigkeit 2, okay, dann kannst du trotzdem mal was kochen. Und zwar, nee, ich hätte servieren, ach egal. Kochen und dann Partygröße. Teile plündern. Kannst du den mal hereinbitten, bitte? Hereinbitten. Los, geht schon. Komm doch herein. Du willst meine Frau zwar flachlegen, aber komm doch herein. Okay. Alter, wie blöd da rumläuft. Glücklich, weil es ein Kind hat oder was? Wegen meinem Baby. Na, ihr könnt so ein hässliches Kind ja mal angoren. Du hattest schon mal ein schöneres. Okay, Aaron ist zur Arbeit gegangen. Oh, sie ist sehr, sehr traurig. Ist sie noch im Pool? Bitte sag mir, sie ist noch im Pool, Gott sei Dank. Aber sie ist wieder sauber. Ah, fuck, ey. Komm, hör mal auf zu schlafen. Dein Freund ist da. Sich trennen. Nein, 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 nein. Romantik. Knuddeln. Einfach mal umarmen. Tag. Tag. Das gehört so. Tag. Girl Pando? Even. Wie geht's dir? Even. Even. Irgendwie so. Was macht Luisa? Essen. Nur am Essen. Da sollte die Teile plündern. Okay, da steht schon da. Ess schneller, bitte. Oh. Reich mit Essen. Du hast was zu tun. Sie hat so viel zu tun. Das musst du mal wieder reparieren. Dann kannst du in nächster Zeit auch aufräumen. Wegwerfen. Aufräumen. Dann will ihr Kind bestimmt wieder irgendwas, irgendwann. Merkid Tibinahu. Funiada. Nudeln. Sigluna Biro. Tag für Kappa. Oh, ihr Domain. Ewige Liebe erklären. Ah, wie süß. Alfred. Ah, Pempe. Granif Sinase. Ah, nee, du sollst ja keine Teile pinnen. Das soll ja Luisa machen. Ich höre das Baby schreien. Ja, alles gut. Ist ja nur Luisas. Ey, Luisa, aufräumen. Brogi. Blöde Kuh, ey. Träumt hier einfach nicht auf. Muss ich das noch per Hand hier verkaufen, alles? Oder so. Oder kann ich das nochmal hier hinziehen? Okay, dann halt hier hin. Mir egal. Das Geschirr alles. Hier. Geschirr verkaufen. Irgendwie klappt das gerade nicht. Mensch, Luisa, mach doch mal was. Komm, aufräumen. Und wegwerfen. Dann kann sie sich bei Zeiten auch mal um ihr stinkendes Kind kümmern. Das hat irgendwelche Komplexe. Und ich würde sagen,
Dann wird es noch Zeit, dass Luisa ihrer Mitbewohnerin ein bisschen Gesellschaft leistet. Oder? Ja, jetzt wo das Baby da ist. Obwohl, nein, nein. Nein, noch nicht. Noch ist nicht die Zeit dazu. Noch ist alles okay. Noch verstehen sich alle super. Noch ist alles gut. Alles ist gut. Luisa. Was willst du hier schon wieder, Alte? Du willst schlafen. Komm, dann schlaf doch mal ein bisschen. Schon wieder ein Typ. Ja, das stimmt in der Job. Verführerisch sein. Leidenschaftlich küssen. Ein bisschen Liebe kann ja noch sein. Aber ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge von Die Sims 4. Schaut auf jeden Fall das nächste Mal wieder rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.